Was geht, Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge auf der YouTuber-Insel. Was geht? Und wir sind hier gerade vor meinem Haus, Leute. Es ist schon irgendwie Tag 7 oder 8 oder so, wo ich mein Schwein immer noch nicht habe, Leute. Und ich habe tatsächlich eben Kiro geschrieben und ich gehe jetzt direkt zu ihm. Wir sind, ich glaube, zum Alpha Tower oder so. Ja, ich will ihn fragen, wie ich mein Schwein wiederbekommen will. Ich will ihn wirklich wieder. Also mein Schwein ist mir wirklich ans Herz gewachsen und ich weiß nicht, wo er ist. Schatter hat gesagt, ich muss ihn opfern, aber ich würde alles tun, um mein Schweinchen wieder zu bekommen. Kiro! Ey, was geht? Snoopy, ich soll dir helfen, Schweinchen zu kriegen, weil ich die klare Sicht auf die Dinge habe. Ich kann das verstehen. Ja, Kiro. Ich sag dir ehrlich, ich will mein Schweinchen wiederbekommen. Aber ja? Shatava hat gesagt, ich muss mein Schweinchen dir geben. Aber wie soll ich das allgemein machen? Ich verstehe es nicht. Ja, siehst du, was ich in der Hand habe? Boah, du hast die Axt das von Beule. Das ist Beules Axt. Ja. Das ist nämlich bei Unheil 5 passiert, beziehungsweise vor Unheil 5. Oha. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Aber ich bin ja dadurch noch nicht in dem vollständigen Exodia-Zustand. Ich habe meine Hühner, ich habe den Furz, ich habe die Axt. Aber was mir fehlt, ist ein Schwein. Um vollendet Exodia zu werden. Boah, Alter, Exodia, wenn du der wirst, ich glaube, dann bist du der Stärkste. Bist du ja schon, aber ich meine halt dann. Natürlich, kann ich habe Tobi umgebracht. Du hast Tobi umgebracht? Was? Ja, Tobi? Richtig. Boah, das ist krass. Ich habe sehr vielen bei Unheil 5 Totems gezogen und ich habe Tobi final getötet. Alter, das ist krass. Ich sag dir ehrlich, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Kriege ich mein Schwein am Ende wieder? Nach dem ganzen allen hier. Ich habe jeden von euch versprochen, dass ihr alles wiederbekommt. Aber ich bin einfach nur gespannt, was passiert, wenn ich Exodia eben werde. Ich glaube, dann. Vielleicht steige ich auf zu einer höheren Bewusstseinsform. Oder vielleicht ist es einfach wirklich die ultimative Waffe für Shatterbar zu werden. Das weiß ich alles noch nicht. Muss ich herausfinden. Und du bist der letzte Teil. Du bist das letzte Schlüsselobjekt, was mir fehlt. Kiro, ich sag dir ehrlich, wir werden das schaffen. Ja, aber die Frage ist erstmal, wo müssen wir hin, um Schweinchen oder eher gesagt mein Horn wieder zu bekommen? Wo müssen wir dafür hin? Ich glaube, wir sollten zuerst mit Shatterbar ein Gespräch führen. Vielleicht kann er uns leiten und lenken. Vielleicht gibt er uns hilfreiche Tipps. Hilfreiche Tipps. Also, das wäre sehr geil, weil ich möchte Schweinchen wieder. Ich habe ihn schon seit anderthalb Wochen ungefähr nicht. Und du weißt nicht, was das für ein Krampf ist. Ich sag dir ehrlich. Ich glaube, dein Rätsel habe ich noch gar nicht gelesen. Ich kann spüren, dass du ein Buch bekommen hast. Kannst du es mir geben? Kiro, du willst es haben? Ich muss es einmal gelesen haben, zumindest auch für die Zuschauer, dass sie es wissen. Lies es dir durch, Kiro. Ah, okay. Deine Kraft ist entfacht. Doch etwas fehlt allerdings. Ein Teil der Familie, den du hast, verfehlt. Verloren hast du ihn, doch er kommt zurück. Ja. Hältst Versuchung im Blick. Widersteh der Sonne, trotze ihrem Glanz. Dann wirst du finden den richtigen Kranz. Opfere das Wichtigste, was du besitzt. Erleuchtung naht, wenn du es nicht verschwitzt. So wirst du finden, was du wirklich suchst. In der Tiefe deiner Seele, wo du dich versuchst. Sehr interessante Reime. Ein Funke der Hoffnung, ein Strahl der Macht. Am Ende des Weges wird alles vollbracht. Das ist sehr schön geschrieben von Shatterbar, auch wenn es so viele Doppelreime gibt. Aber das ist ja jetzt nicht die Sache. Wir können jetzt mit Shatterbar reden und fragen, wie er das meint, was du opfern musst. Also, ich habe ja nochmal mit ihm geredet, Kiro. Ich habe ja nochmal mit ihm geredet gehabt und er hat gesagt, ich soll mein Schweinchen opfern. Und ich weiß nicht, wie... Du sollst dein Schweinchen opfern? Also, nicht mein Schweinchen opfern, halt ihm weitergeben an dich. So war das, glaube ich, eher gemeint. Und er hat mir keine Tipps gegeben, keinerlei Tipps, wie ich Schweinchen bekommen könnte wieder, weil er wusste, ich habe ihn nicht mehr. Und ja, sonst lass wirklich mit Shatterbar reden. Und vielleicht. Deswegen müssen wir mit ihm quatschen, da hast du recht, richtig. Ja. Deswegen lass uns keine Zeit mehr verlieren. Wir gehen jetzt Richtung Shatterbar. Leute, ich sag euch ehrlich, vielleicht kriegt Kiro jetzt ein Schweinchen. Ich weiß, ich hätte lieber Schweinchen haben sollen als Kiro. Vielleicht wird er damit nicht umgehen können, weil Schweinchen war wirklich meine Familie. Ich denke, Schweinchen wird am meisten nur auf mich hören, nicht auf Kiro. Aber Leute, naja, was soll man sagen? Man kann nichts machen. Kiro muss ihn nehmen, sonst wird er nicht der, der er sein werden soll, muss.
und ich bin wirklich gespannt, was am Ende dabei rauskommen wird, wie Kiro sich am Ende verändern wird, weil er wird ja dieser krasse Typ. Wir sind schon da. Wir jetzt einfach bei Alter, Shutter. Wir sind schon da. Warte mal, ich kann jetzt einfach den Move machen wie Beule immer. Boah, ich auch. Es sieht so wunderschön aus hier. Genau. Ich frage mich gerade, ob er irgendwie ansatzweise... Hallo, Kiro. Schön, euch Hallo. Hallo. Ja, ich find's auch sehr schön, dich zu sehen, Shutter, aber... Wir können ihn doch gar nicht sehen. Ja, ich will ihn aber endlich sehen. Ja. Ja, richtig. Wir sind überwiegend gekommen, Shutterbar. Shutterbar, wir sind gekommen, um genau. zu fragen, wie wir Snoopy sein Schwein zurückbekommen. Mein Schwein er muss zurück. Etwas opfern. Aber gibt es dafür einen Ort? Gibt es irgendwas, ja. was wir machen können? Er braucht einen bestimmten Ort dafür, das verstehe ich. Ja, das verstehst du. Ich habe solch einen Ort vorbereitet, wo du, Snoopy, oh? das dir Wichtigste auf der Insel opfern kannst. Ja. Ja, ja, das will ich machen. Okay, interessant, ja. interessant. Was ist aber das Wichtigste für dich, Snoopy? Das müssen wir auch noch klären. Was ist das Wichtigste? Soll ich dir sagen? Ja, erzähl. Kiro, mein Wichtigste ist meine Rüstung. Ohne meine Rüstung, deine Rüstung kann ich nicht überleben. Ohne meine Rüstung kann ich sterben. Ohne meine Rüstung bin ich weg. Deswegen ist das Wichtigste für mich meine Rüstung. Was heißt? Okay, das heißt, du möchtest deine vollständige Rüstung opfern. Hast du dann aber noch eine Ersatzrüstung oder so? Ja, ich hab ganz viele noch. Ich habe ja ganz viele früh geklaut. Oh, sehr gut, sehr gut. Okay, also das heißt, ein Ort der Opferung brauchen wir. Aber wo ist dieser Ort, Shutterbar? Genau, wo Shutterbar, ist der? Wo müssen wir hin? Ihr findet euch schon an diesem Ort. Was? Ihr müsst in das Negative gehen. Ins Negative. Also wahrscheinlich. Moment! Moment, ja. warte mal, wir sind ja hier der Koordinate 666, aber im Positiven. Hä? Meint er etwa damit minus 666? Ich weiß nicht, also ist nicht minus 666. Also nicht hier in dieser Welt. Also in dieser Moment. Dimension, sag ich mal, oder? Nein, 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 nein. Der anderen Dimension im Nether ist der Ritualsort so. Für Shutterbar. Das bedeutet, ich glaube mal, wenn ich der Theorie. Glauben schenke, dann ist hier Theorie 2 auf minus 666. Das heißt, wir müssen in diese Richtung dann. Okay, Shutterbar. Versuchen wir es. Ich will mindestens noch einmal diesen Horn spüren von Schweinchen. Einmal noch. Mal schauen, ob wir das hinbekommen, Snoopy. Wir werden das schaffen. Ich habe die Aufgabe bekommen von Shutterbar, euch allen zu helfen wegen euren Aufgaben. Ja. Und hier geht's ab. Okay, Leute, Snoopy, ich bin bist jetzt du hin. Da? Hier lang geht's. Ja, ja, ja. Wir müssen einfach uns nur verspielen. Geradeaus. Let's go. Boah, ich bin wirklich gespannt. Leute, ich sag euch ehrlich, jetzt fliegen wir zu minus 666 und vielleicht kriege ich Schweinchen wieder. Kurz für eine Sekunde würde ich Schweinchen einmal für eine Sekunde wiedersehen, würde es mir schon viel besser gehen. Aber das Problem dabei ist, ich muss direkt Kiro Schweinchen geben. Das wird mir nicht leicht fallen, aber ich muss es ja tun, wie gesagt, damit er der Stärkste wird. Ist er ja schon, aber damit er noch stärker wird, Leute, ich sag euch ehrlich. Ich würde sagen, wir sehen uns, wenn wir da sind. Hey! Haben wir es gefunden? Nein, nein, nein. Wir haben es gefunden. Ich glaube, das ist es. Kiro. Kann man hier abbauen? Ich will hier nichts abbauen. Warte, warte, warte. Wir können hier hoch. Wir können hier hoch. Komm her. Komm her. Okay, du kannst auch hoch. Alter. Wir sind da. Es ist definitiv von Shutterbar. Wow. Alter. Das sieht so krass aus. Und ich glaube, dieser La. Oh, da ist ein Hühnchen wohl verbrannt sein. Ja, das nehme ich jetzt. Ich glaube, bei diesem Lavasee wissen wir, was zu tun Nein, ist. Nein, ich weiß es, glaube ich, Warte auch. Warte mal, gibt es hier noch... Oh mein Gott, wie schön ist das hier, Shutterbar. Oh. Aua! Hast du wirklich was ganz Schönes aua, aua. Gemacht? Ich bin in die Lava gefallen. Ah. Wieso? Aua, du bist ein Höllenkrieger, reiß ja, dich zusammen. Ja, okay, ja. Feuer ist gut, Lava ist gut. Ja, stimmt. Das Bro, aber seit wann existiert das hier? Vielleicht schon das länger. Das muss neu so. Sein. Weil hier ist die alte Creeper-Farm. Guck mal. Ja, okay, das heißt, das muss vielleicht hat er es gerade hingemacht oder hingetan. Ich weiß nicht, wie man es bei ihm nennt, aber... Hier sind auch die Ketten vom Höllenloch. Alter. Ey, ich sag ehrlich, Kiro. Warte. Ich bin wirklich gespannt. Ich bin gespannt, ob ich dann mein Horn kurz wieder bekomme oder wie das sein wird. Ich muss dann ja das Horn dir geben und dann kriegst du Schweinchen endgültig. Ja, ich werde zum vollständigen Exodia. Ich freue mich schon yeah. so sehr. Ja. Ja. Yeah. Ich sag ehrlich, ja. soll ich's tun? Was sagst du? Soll ja, du sollst es tun.
Ich bin bei dir, ich begleite dich auf diesen steinigen Weg. Ich mach's einfach von hier oben und werf meine Sachen rein, Kiro. Das ist sehr dramatisch, aber dann mach das so. Ja, ich mach's einfach so. Und nicht, dass du danach in die Lava fällst und stirbst. Nee, oh. Ja, okay, dann mach ich's doch lieber hier unten. Kiro, ich will einmal noch das Horn von Schweinchen spüren. Einmal Schweinchen sehen. Einmal. Kiro, ich tu's, okay? Ja. Tu's. Ich schau dir zu, tu es zu. 2. 1. Oh mein Gott. Ich hab's aufgesammelt. Nee. Oh mein Gott. Die Rüstung ist weg. Ich hab's. Nein. Die Rüstung ist weg. Nein. Ist das wirklich das richtige Horn? Nein. Lass rein. Warte mal, das kann nicht sein. Was ist los? Das kann nicht sein. Guck mal, hörst du? Was ist denn? Hörst du das? Ja, ich hör's. Ich kann nicht draufdrücken. Kannst du es nicht nutzen? Nein, ich kann es nicht nutzen. Dein Ernst? Nein. Warte mal. Warum kann ich Schweinchens Ruf nicht nutzen? Ist das etwa die Vorbestimmung? Nein, Kiro. Ist das die Vorbestimmung? Das heißt, warte mal, wenn ich dir das Horn gebe, wir müssen zum Höllenloch und etwas versuchen. Oder, okay, zum Höllenloch, okay. Ja. Was müssen wir da machen? Okay, folg mir. Wir müssen in die Richtung, glaube ich. Oh nein, ich habe ja keine Rüstung mehr, Leute. Ich habe Schweinchens Nachruf wieder, aber ich kann es nicht benutzen, was ich sehr schade finde. Ihr seht, Leute, ich habe nichts mehr. Ich habe keine Rüstung mehr, kein gar nichts. Und das größte Problem dabei ist, ich kann jederzeit sterben. Es sind noch voll viele Leute online, Tridan, Rhydney und Susan online. Das heißt, wenn die jetzt kommen würden, wäre es vorbei mit mir. Wir sind schon da. Wir sind beim Loch. Wir sind da. Wir müssen aufpassen. Ich kann hier ganz einfach sterben, Kiro. Ich weiß, du musst vorsichtig sein. Ich muss nicht vorsichtig sein. Hast du Totems? Ich habe ganz viele Totems. Okay, stimmt. Also, okay, ich flieg dabei runter. Hui! Oh. Ja, ist nicht so gut. Ja, siehst du? Aber warte, wir machen nochmal dramatisch. Ja. Du hast die Ehre, den Schalter umzulegen. Hab ich. Wow, voll krass. Oh. Kiro, aber mein Schweinchen ist mir so wichtig, weißt du? Sag dir ehrlich. Ich verstehe das. Ja, hier sind auch Allies. Allies? Wofür? Damit du das Horn gleich in sein Inventar legen kannst und dass ich es wieder rausnehme. Warum? So also, funktioniert das. Und dann kriegst du das? Was, wenn ich das nicht will? Dann krieg ich dein Horn. Das ist die Aufgabe. Ja, stimmt, okay. Das ist Shatabas Aufgabe. Aber, okay. Soll ich es tun? Kannst du es dann einfach nehmen? Nein, lass es zu einem anderen. Ich habe Angst, dass er wegfliegt. Komm mit. Wo bist du? Es gibt nämlich noch genug Allies. Es gibt nämlich einen sehr schönen Raum, den Shatava vorbereitet hat. Und zwar hier drin. Oha! Ey, das ist ja richtig krass. Das Einzige, was mich verwirrt, ist das, was hier auf dem Boden projiziert. Das sieht ein bisschen aus wie eine Sonne, finde ich. Ja, stimmt. Ja, warte mal. Das sieht wirklich aus wie eine Sonne. Okay. Egal. Dann such dir einen Ally aus. Ene, Miste, krabbelt in der... Okay, ich nehme den hier. Ich hab's drauf getan. Und? Ha! Hast du's? Ich habe es. Hast du's? Ich bisse. Ich spüre gerade plötzlich so eine uneindringliche Kraft. Ich glaube. Schweinchen? Wir müssen gleich mal nach draußen. Ich glaube, hier drin funktioniert das bloß nicht. Hä? Ey, ich hab das Buch nicht mehr. Hä? Die Aufgabe ist erfüllt. Was ist die erfüllt? Die Aufgabe ist erfüllt, Sophie. Ja! Also, wer kannst du jetzt werden nochmal? Ich bin jetzt volles Exodia, wenn dein Item richtig funktioniert. Das ist so krass, ich sag dir ehrlich. Alter, ich bin wirklich gespannt. Wir gehen einmal nach vorne. Ja, komm. Lass das machen. Ich hab noch... Okay, Snoopy. Ja, Kiro. Bist du bereit, das zu testen? Ich bin bereit. Test es, Kiro. Schweinchen, bitte. Bin ich nun vollständig Exodia oder nicht? Das finden wir jetzt heraus. Ich spüre auf jeden Fall so eine extreme Kraft. Ich weiß nicht, Snoopy, ich habe sowas noch nie gespürt in meinem ganzen Leben. Ich spüre dich auch irgendwie. Ich spüre, dass du stärker geworden bist irgendwie. Ich weiß nicht. Lass uns nicht mehr länger warten und das herausfinden. 3. 2. 1. Schweinchen! Schweinchen! Und ich kann es sogar rein. Aber ich kann es nicht mehr benutzen. Ich bin
Exodia! Kiro, aber ich kann es nicht mehr benutzen. Das heißt, es ist jetzt komplett dein Schweinchen. Es ist in meinem Besitz. Schweinchen, es war gute Zeit mit dir. Okay, es war eine gute Zeit mit dir, aber irgendwann dann wirst du wieder wie gehen. Du kriegst das schon wieder zurück. Ja, das weiß ich doch. Aber zuerst muss Großes vollbracht werden. Ich hab den Furz, ich kann den Furz benutzen und damit einfach Leuten hinterherrennen. Boah, das ist krass. Ich kann alles machen. Ich bin die stärkste Instanz auf dieser Insel. Alter. Glaubst du sogar, dass Mira vielleicht gar keine Chance mehr gegen mich hätte? Ich glaube, Mira hat gar keine Chance. Ich will sie nicht in Frage stellen, weil sie ist der Admin, aber... Ich stelle sie da in Frage. Es wäre sehr interessant herauszufinden, ob das die Tatsache betrifft. Okay. Sag dir ehrlich, Snoopy. Du bist jetzt Exodia, bist also der Stärkste oder warst es ja auch davor, aber jetzt bist du noch stärker. Und ich glaube... Jetzt ist vorbei für die anderen, oder? Was sagst du? Es ist komplett vorbei. Wir haben alle Kraft gebündelt. Es hat zwar lange gebraucht. Es hat sehr lange gebraucht. Es hat angefangen mit Steinchen Furz. Dann habe ich Boilies Axt bekommen. Und nun haben wir zusammen dein Rätsel gelöst, das dir Shatterbar auferlegt hat. Und wir haben dein Schwein zurückgeholt. Und wir können es für größere Zwecke nutzen. Guck mal, da unten sind schon Testobjekte. Töte sie. Ich kann dir leider kaum helfen, aber ich kann es so machen. Ich renn dahin. Ich renn dahin. Und los geht's. Jo. Warte mal, die kriegen davon keinen Schaden. Oh, jetzt. Auf jetzt. Sie, Schweinchen. Alter. Alter. Ich bin Exodia. Alter. Ich bin nicht aufzuhalten. Hast du das gerade gesehen? Ich hab's gesehen, Kiro, Alter. Du bist so stark. Du bist so stark. Weißt du, hier eine Karotte für dich. Das ist der Wahnsinn. Eine Karotte. Hier ist ein Banner für dich. Oh, danke schön. Weißt du was? Weißt du, was ich jetzt mache? Was denn? Und was für ein Schild ich jetzt habe. Oh, das sieht schön aus. Ja. So, Senior Schweinchen, einmal bitte weg. Jetzt könnt ihr richtig krasse Sachen machen. So, du kannst... Jetzt ganz schnell laufen und dies und das. Aber ich will Schweinchen wieder, verstanden? Schweinchen ist meine Familie. Ja? Du ich auch, hab's aber. Euch versprochen und meine Versprechen sind heilig. Ja, nicht, dass du verrückt wirst oder so und dann irgendwie Kacke machst. Verrückt? Ich sehe alles klarer. Die Mission Exodia ist jetzt im vollen Gange. Wir können jetzt Dinge erreichen, die wir davor als unerreichbar hielten. Alter. Sag dir ehrlich, weißt du, was du machen musst? Du musst Sue killen. Sue musst du killen. Ja, genau. Ja. Weil er seine Items Seine Seele muss ich auch noch holen. Ah. Das musst du seine auch. Items sind mir egal. Sie sind mir sowas von egal. Ich würde die nehmen dann, die Items. Weil ich hab ich brauche nur Wives Hose. Mehr will ich. Oh, okay, dann. Also, weil er hat vielleicht, er hat mich ja letztens gekillt oder ich bin gestorben und dann waren meine Items weg. Mann, das macht mich aber ein bisschen traurig, weißt du, das Schweinchen jetzt. Auch nur für diese kurze Zeit weg ist, aber weg ist. Das finde ich auch nicht. Du wirst ihn wiederbekommen, vertrau mir. Okay, das du wirst schon bald gut. wieder dein Schwein bereiten. Jeder von euch kriegt wieder die Fähigkeit. Oh, das ist sehr gut. Aber nun ist die Zeit für Exodia gekommen. Oh.